Hallöle, ihr Lieben, und ein herzerfrischendes Moin Moin an alle Durchgeknallten. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Secret of Evermore. Beim letzten Mal haben wir den ganz bestimmt echten Hector die Hundeaugen gegeben. Und Überraschung, es war alles eine Falle, es wurde ein Monster beschworen, wir haben es kaputt gemacht und jetzt ist irgendwie Explosion und es ist irgendwie eine Höhle freigelegt worden beim Lager der Archäologen. Und da gehe ich jetzt hin und da gucke ich mal nach, was es da gibt. Und lass mich von den Saartüren auch gar nicht stören. Diesmal nicht. So, der Fluss ist weg jetzt. Wie komme ich jetzt da rein? Achso, hier einfach. Nee. Hä? Achso, hier unten. Okay. Und hier kann ich jetzt in... Okay. Alles klar, damit können wir arbeiten. Ominöses Dröhnen. Ich rüste mal wieder eine gute Waffe aus. Also den Speer. Nee, den Bronzespeer. Was ist... Stopp. Bevor ich das mache... Hier ist nichts versteckt oder so, ne? Okay, alles klar. Ja dann... Oh, was ist das denn für ein Abgrund? Und tot. Nein, ich bin nicht tot. Es ist leider noch nicht vorbei. Okay, ich sage nichts. Und ja. Okay, dieses Blitzen ist, glaube ich, nicht gewollt. Ich glaube, dass da die Grafik ein bisschen rumspackt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seht oder ob die Frames einfach geschluckt werden. Und Teleporter. What the fuck? Blitz, Blitz. Okay, ich kann es gerade nicht ändern, aber ich glaube, das Blitzen ist nicht gewollt. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass es hier blitzt. Und was zum Teufel bist du für ein Tierchen? Du machst ganz schön Schaden. Was bist du? Du bist mal namentlich ein Oglin. Okay, ehrlich gesagt, genau so hätte ich es jetzt genannt, wenn ich ihm einen Namen hätte geben müssen. Okay, man kann es töten. Okay, es sind zwei. Und zwei bedeutet Feuerball. Okay, der Blitz. Okay, ich sehe gerade auf dem Monitor, dass ihr die Blitze wohl auch seht. Also. Zumindest manchmal. Reicht's für drei? Ja, alles tot. Und Teleporter. Eine Maus und oh, was hast du denn da schönes Nektar gefunden? Okay, den will ich mir mal gleich reinschaufeln, ne? Ja, ich habe ein bisschen Schaden genommen. Falls ihr denkt, ich hätte einen Plan, wo es hier lang geht, ich habe keinen Dunst. Ich löse diesen Dungeon immer auf die gleiche Art. Ich laufe rum und irgendwann habe ich's. Hey, mehr Nektar. Hey, mehr Oglins. Mehr Oglins heißt mehr Feuerball. Was war das? Das. Das war nix. Habe ich das Gefühl, dieser Weg hier ist endlos. Aber ist er nicht. Okay. Oh.
Das ist etwas, was mir an diesem Spiel im Vergleich zu Mana gewaltig auf den Zünder geht. Dass es kaum möglich ist, Gegnern effektiv auszuweichen. Weil die sich leider viel zu zielstrebig auf dich zubewegen. Nektar gefunden. Ja, immerhin liegt hier Nektar en masse rum. So, und hier ist... Mein Gott! Hier bin ich doch schon mal her, oder? Hier war ich doch schon. Oder werde ich jetzt langsam hier ein bisschen paranoid? Okay, dass ich jetzt im Kreis gegangen bin, habe ich auch gemerkt. So, hier oben gibt es keinen anderen Weg, wie es aussieht. Okay, den Teleporter nehme ich jetzt mal bewusst nicht. Also ich weiß, man muss irgendwann die Teleporter nehmen. Also die Teleporter zu ignorieren, ist keine Option. Eine richtig gute Idee, wenn Gegner genau in dem Moment in Sichtweite kommen, wo sie nah genug sind, um Schaden zu machen. Aber bei diesem Spiel war sowieso ein bisschen der Gedankengang noch von früher, dass man den Spieler auch mal einfach ein bisschen ärgern muss. Und zwar auf so eine unfaire Weise. Da hatten wir damals einfach noch kein Gespür für, ne? Was ist wirklich eine Herausforderung, die man schaffen will und was ist einfach nur frustrierend. Das hat manchmal zufällig ganz gut geklappt, aber hier ist es halt völlig ausgeschlagen. So, ich gehe jetzt noch weiter hoch. Oh, okay, was ist das? Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Da wollte ich nicht hin. Aber wo führt das hin? Wo bin ich jetzt? Okay, der Tele... Nein! Besser Gegner, deren Hitbox man gar nicht wirklich sehen kann. Immerhin mal ein Level up. Irgendwann gehen mir die Feuerbälle aus. Dann fange ich an, Höllenfäuste zu werfen. Ich sollte sowieso ein bisschen sparsamer mit den Zaubern sein, weil ich kann ja im Moment nicht umdrehen und neue kaufen, also neue Zutaten. Und wer weiß, wann ich das nächste Mal welche kaufen kann. Also ich weiß es nämlich wirklich nicht, ob in dem den nächsten, wann ich den nächsten Zutatenhändler finde. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe das dumme Gefühl, ich bewege mich gerade auf den kompletten Eingang zu. Ist das möglich? Ich glaube, hier war der Eingang, ne? Und dann bin ich hier nach unten gelaufen. Oh boy. Okay, wo führst du hin?
Ach, okay, du führst ans genau andere Ende des Laufwegs. Ja. Wo der hinführt, wissen wir auch. Ich muss irgendwo einen Teleporter finden, der mich weiterbringt. Grinst der da hinten so an? Wie komme ich denn da hin? Ich sagte ja schon, ich laufe hier durch die Gegend und irgendwann funktioniert's. Also okay, ich laufe jetzt erst nochmal wieder zurück zum Anfang. Ich hasse diese Gegner! Also ich hasse. Ab hier sind ja nur noch alle Gegner nervig. Das ist ja, also was heißt ab hier? Sei eigentlich seit Beginn der Antike ist es halt so, dass alle Gegner im Spiel fürchterlich, fürchterlich nerven. Wo führst du hin? Okay, das hier ist ein Ort, den ich anscheinend. Mein Gott. Den ich. Moment, ist das genau derselbe? Nee, oder? Oder ist das hier der Eingang gewesen? Ich glaub's fast, ne? Ich habe zumindest das Gefühl, jetzt mal woanders zu sein als vorher. Okay, jetzt bin ich ja auf diesem Innenbereich, wo ich die ganze Zeit hin wollte. Gab es doch noch einen Weg nach Norden, oder? Hier ist ein Teleporter. Wo geht der denn jetzt hin? Der führt ins große Nichts. Na, danke für gar nichts. Okay, der hier, wo führt der hin?
hier scheint auch eher so ein gar nichts zu sein. Hund schnüffelt. Was schnüffelt er denn? Öl gefunden. Na, das ist immerhin mal etwas. Okay, also der ganze Abschnitt hier scheint ein komplett kalter zu sein, oder sehe ich das falsch? Nein, hier ist es mal voller Gegner. Oh, 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 dieser Weg ist auffällig. Vielleicht ist es doch kein ganz kalter. Okay, hier unten ist nix. Dann nehme ich mal den hier. Und da ist ein Krug. Zauberperlen gefunden. Ich ahne, das Spiel will mir auch sagen, ich werde sie bald brauchen. Jawohl. Bossmusik. Was kommt jetzt? Es ist Cthulhu. Nein, das heißt Monsterqualle. Für mich ist es Cthulhu. Und es hält den Feuerbällen stand. Ich weiß nicht, kann man die kleinen Dinger überhaupt töten? Anscheinend ja, aber es scheint nicht viel zu bringen. Okay, da hinten, was glitzert denn da? Ah, gar nichts. Okay, Feuerball macht ihm nicht viel. Was passiert bei Höllenfaust? Höllenfaust ist wie immer die Lösung aller Probleme. Aber einfach hauen tut ihm auch gut weh. Dann bin ich mal gespannt, was er zum Aufladeangriff sagt. Er macht mir jetzt nicht so ultra viel Stress mit seinen Tentakeln. Okay, das ist anscheinend ein Boss, den wir mal wirklich auf die klassische Weise bekämpfen können. Okay, die Dinger machen auch Schaden. Okay, einfach alles hier macht einem Schaden. Einmal hochheilen. Was ist denn jetzt los? Wo kam denn der Ogling jetzt her? Der holt Verstärkung, der Sauhund. Okay, jetzt wird's offiziell ungemütlich. Dann werde ich jetzt auch offiziell ungemütlich. So, kennst du meinen Freund Dr. Faust? Tausend Juwelen erhalten und Honig. Den würde ich jetzt nicht essen, der Wein der Qualle. Hey, Kleiner! Los, in den Eimer! Quietsch, 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 quietsch. So, aufmerksame Zuseher haben schon bemerkt, es hat sich was verändert gerade. Jetzt ist klar, warum der Brunnen ausgetrocknet ist. Diese Kreatur muss der Grund dafür gewesen sein. Gut, dass du sie vernichtet hast. Wie bist du eigentlich auf den Grund des Brunnens gekommen? Mein Hund und ich folgten einem unterirdischen Gang. War dort sehr düster, außerdem liefen dort ein paar Typen mit Umhängen herum. Das waren Oglins! Gefährliche Monster, so sagt man. Sie sollen zwei Köpfe haben und messerscharfe Zähne. Und klauen! Also, mich haben sie nicht beklaut. Badum!
Nun, ich weiß nicht, ob das so ganz zutrifft. Naja, egal. Könntest du den Hund hochholen? Er ist noch unten. Aber sicher! Hey Hundi, spring in den Eimer! Oh, es ist ein Pudel und er ist rosa. Boah! Ich rechne mit einer Überraschung, aber das habe ich jetzt nicht erwartet. Ein Pudel! Und noch ein prächtiger dazu. Wo sind wir hier? Nun, ihr befindet euch südlich vom Chaosturm, der neuen Burg der Königin. Ihr solltet die Königin besuchen, sie hilft euch sicher weiter. Ja, klar. Möchtest du den Spielstand speichern? Gute Idee. Niedrigsten Level nehme ich mal. Auf Wiedersehen. So, und das sage ich eigentlich auch, denn das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, Daumen hoch, teilen, abonnieren, kommentieren. Und was ihr nicht sonst noch alles Cooles macht. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann sollen euch die Ratten fressen. Tschüss.